What you want. Ja, Schnickschnack, Vorspann, 3 Monate Winterpause waren genug. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Adler TV mit der Begegnung SV Leingarten gegen die Adler, den FC Union Heilbronn, den Tabellendritten. Und wir steigen gleich ein ins Spiel. Ja, gehen wir rein in die 10. Minute. Die Hausherren im Vorwärtsgang können dann aber abgefangen werden. Ali Brim, Serdan Bakacak. Dann kommt der Ball zu Seba Öztürk, der verlängert auf Kresimir Stranga, setzt noch einen aus und zieht dann trocken ab. Und ruckzuck steht es 1:0 mit der ersten Möglichkeit des FC Union Heilbronn in der 10. Spielminute. Und der Torschütze, der erste Torschütze im neuen Jahr heißt Kresimir Stranga. Ja, schon im Mittelfeld schöner Pass von Betim Rukwai, dem Neuzugang, auf Seba Öztürk, der dann auf Kresimir Stranga und der vollendet zum 1:0. Für die Adler in der 10. Minute. Ja, gehen wir 3 Minuten weiter. Ball eigentlich hinten beim SV Leingarten Abwehr. Langer, hoher Ball über die Mittellinie. Kommt zu Hayri Ceylan. Ja, der haut den einfach mal zurück. Und da vorne ist Joe Brown. 18 Meter vorm Tor. Schließt einfach ab. Und da steht es 2:0 schon nach 13 Spielminuten. 2 Möglichkeiten und beide nutzte der FC Union Heilbronn. Einmal Kresimir Strangwa und jetzt hier der Neuzugang mit seinem 26. Treffer in dieser Saison, Joe Brown. Ja, das war's, was die Fans auch von ihm erwarten. Reinkommen und einfach Tore machen. So muss das sein. Wir freuen uns auf mehr von Joe Brown. 13 Minuten hat es gedauert, bis sein erster Treffer für die Adler kommt. Ja, und die weiter im Vorwärtsgang jetzt hier in der 16. Spielminute über die rechte Seite, Ali Brim, der zum nächsten Neuzugang Sadik, schöne Flanke in den Strafraum und dann Joe Brown mit dem Kopf da, aber noch ein Leingartner dran, kann zur Ecke klären. Schauen wir uns den Eckball gleich an, ausgeführt. Dann kommt der Ball zurück auf Kresimir Stranga. Der zieht einfach mal ab und ja, gar nicht mal so ungefährlich. Dieser Ball hier in der 17. Spielminute. Ja, 5 Minuten später Freistoß Seba Öztürk auf Joe Brown. Der verlängert und ja, schon wieder Gefahr im Strafraum des SV Leingarten. Die hatten in der ersten Halbzeit noch ein bisschen Probleme ins Spiel zu kommen. Ja, und weiter geht's mit den Adlern. Dieses Mal auf Serdan Bakacak. Schiebt den Ball rein, aber leider abseits. Und somit bleibt es bei der 2:0-Führung für den FC Union. So, jetzt aber auch mal die Leingartner in der 32. Spielminute. Schöne Drehung, aber dann der Abschluss zu schwach und kein Problem für Tobias Röschel im Tor des FC Union Heilbronn. So, 1 Minute später, andere Seite, Freistoß, Seba Öztürk. Leingarten mit einer 3-Mann-Mauer. Ball kommt durch, dann aber der Winkel zu spitz für Serdan Bakacak. Aber nächste gute Möglichkeit für die Adler. Dann wieder Seba Öztürk, wieder Freistoß. Diesmal quergelegt auf Hayri Ceylan. Und der zieht mal richtig ab. Schöner Schuss hier in der 37. Spielminute. Und da muss sich der Keeper von Leingarten schon strecken. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Zeitlupe an. Ja, schöner Schuss auch wieder vom Neuzugang. Hayri Ceylan, alle Neuzugänge am heutigen Tag haben sich eigentlich sehr, sehr gut in die Mannschaft eingebracht. Hayri Ceylan, ja, Rückkehrer. Letztes Jahr erst, also Anfang der Saison, ging er zu Türkspor Eigensbach und kam in der Winterpause jetzt wieder zurück zum FC Union Heilbronn. So, jetzt nochmal die Leingartner. Schönes Anspiel hier am Strafraum. Drehung abgeschlossen, aber wiederum kein Problem für Tobias Röschel. So, 45. Minute, Schlussphase in der ersten Halbzeit. Nochmal ein Freistoß für die Leingartner, die so Ende der ersten Halbzeit ein bisschen aufwachten und da hinten rauskamen. Dann, ja, Fehler von Tobias Röschel, kommt raus, aber der Leingartner kommt zum Kopfball. Und großes Glück für die Adler jetzt hier, kurz vor der Pause, dass es bei der 2:0-Führung bleibt. Dann nochmal ein Eckball, aber abgewehrt von der Adlerabwehr. Und dann ist Halbzeit in Leingarten. Ja, gutes Spiel in der ersten Halbzeit von Joe Brown. Ein Tor gemacht, ansonsten brandgefährlich im Strafraum der Leingartner. Ja, kurze Stärkung und dann gehen wir weiter in die zweite Halbzeit. Ja, 2 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Die Leingartner kamen etwas besser aus der Kabine zurück und hatten hier auch gleich mal eine Möglichkeit, schön ausgetanzt, aber dann der Winkel zu spitz und so auch wiederum kein Problem für den Keeper der Adler.
Ja, 9 Minuten hat es gedauert in der zweiten Halbzeit, bis die Adler das erste Mal wieder gefährlich vors Tor kamen. In der Halbzeitpause ging Seba Öztürk, für ihn kam Steffen Lauser ins Spiel und der schließt auch hier gleich ab. Und gute Tat des Keepers, da hat er Glück gehabt, sonst hätte hier Steffen Lauser sofort sein Tor gemacht. So, nur eine Minute später, Ball kommt etwas hoch in die Hälfte der Leingartner, dann zweimal Querpässe der Leingartner. Kopfball schön gesehen von Joe Brown auf Gresimir Schranga und der zieht ab und macht das 3:0 für den FC Union Heilbronn in der 55. Spielminute. Schön gesehen von Joe Brown und herrlich abgeschlossen von Gresimir Schranga hier in der 55. Spielminute. Sein zweites Tor am heutigen Tag. Hier 2 Minuten später, die Leingartner wieder im Vorwärtsgang, langer, hoher Ball. Und dann kann sich der Stürmer hier durchsetzen, tanzt noch einen aus, frei vor Röschel und Glanzstart vom Keeper der Adler in der 57. Spielminute. Und somit bleibt es beim 3:0 für den FC Union Heilbronn. Ja, und weiter, die Leingartner gaben noch nicht auf, probierten nochmal. Und hier knapp vorbei am Tor der Heilbronner in der 64. Minute. So, dann erkämpft sich Rukovay hier den Ball im Mittelfeld, sieht außen, Hayri Ceylan schickt ihn auch, schön in der Mitte gesehen, Joe Brown, schöne Flanke und er macht es, wird aber zurückgepfiffen vom Schiedsrichter, abseits und so bleibt es beim 3:0 für die Adler jetzt hier nach 67 Spielminuten. Die bleiben aber dran, weiter im Vorwärtsgang über Ceylan, Patrick Raab zieht einfach mal ab und gar nicht mal so ungefährlich. Der Ball für den Keeper der Leingartner. Ja, 4 Minuten später geht es wieder in die gleiche Richtung. Die Heilbronner dieses Mal über die rechte Seite. Dann kommt der Ball in Richtung Strafraum. Hinten auf Gresimir Schranka und der kurz vor seinem dritten Tor am heutigen Tag. Ja, nur knapp verzogen. Schade drum. Aber weiter geht's. 76 Minuten gespielt jetzt hier in Leingarten und die Hausherren im Vordergang. Aber dann kann sich Stranga schön durchsetzen. Hackentrick von Joe Brown, herrlich gemacht. Und das 4:0 für den FC Union Heilbronn jetzt hier in der 76. Minute. Das dritte Mal Gresimir Stranga und das zweite Mal Joe Brown als Scorer. Ein Tor schon selbst gemacht. Hier nochmal in der Wiederholung. Stranga rappelt sich auf und wunderschön gemacht von Brown. Und genauso schön abgeschlossen von Gresimir Stranga heute. Drittes Tor am heutigen Tag. Ja, das war's dann wohl hier in Leingarten. Der FC Union Heilbronn wird das Spiel locker nach Hause fahren. Noch 10 Minuten sind zu spielen. Aber die Leingartner durchaus nicht am Aufgeben. Langer, hoher Ball. Dann Ali Brim mit dem Rückpass, bringt den Leingartner Stürmer nochmal in Position. 1:1 Situation gegen Tobias Röschel und wieder fantastisch reagiert vom Keeper der Adler am heutigen Tag. Nur eine kleine Situation vor der Halbzeit, ansonsten fantastisch gehalten. Dann nochmal die Leingartner in der 85. mit einem Kopfball, aber 2 Meter am Tor von Tobias Röschel vorbei. Gut, 4 Minuten noch zu spielen in Leingarten. Nochmal ein Patzer in der Abwehr und Möglichkeit für Leingarten abgezogen, aber wieder auch verzogen und knapp am Tor vorbei. Ja, genauso vorbei wie jetzt auch das Spiel. Ziemlich pünktlich nach 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. 4:0 gewinnt der FC Union Heilbronn sein Auftaktspiel zur Rückrunde. Und wir haben die beiden Männer des Tages im Interview. Ja, Joe, 10 Minuten hat es gedauert, bis du in deinem neuen Trikot des FC Union Heilbronn dein erstes Tor erzielt hast. Ja, wie war's? Sag's. Ein richtig geiles Gefühl, mal wieder zu treffen nach so einer langen Pause. Ja, 3 Monate Winterpause war schon ziemlich heftig, so ohne Ball, ohne mal wieder richtig Action zu haben. Ja, wie war's überhaupt hier jetzt nach so schwer? Es war schwere Vorbereitungszeit bis aufgrund der Witterungsbedingungen. Und wie war's heute hier anzutreten? Hat man irgendwo gewusst, wo steht man, oder? Ne, wir haben nicht gewusst, wir haben von Anfang an gewusst, es wird kein einfaches Spiel hier. Leingarten steht tief. Am Anfang hat es Kaiser Spiel auf dem Hartplatz. Da haben wir uns schon Gedanken gemacht, aber Gott sei Dank haben wir bei dem schönen Wetter im Stadion gespielt. Und es war auch gut so. Ja, und du hast dich bisher eigentlich sehr gut eingelebt hier beim FC Union Heilbronn, wenn ich so bei Facebook verfolge, oder? Ja, ich fühle mich wohl. Alles klar. Hätte ich nicht gedacht. Gut, dann haben wir Gresimir Stranga, ja, schon die ganze Saison bei uns dabei.
Ja, heute mal übel zugeschlagen, oder? 3 Tore, das ist doch mal richtig schön, oder? Ja, 3 Tore ist immer was Besonderes, schießt man auch nicht jedes Wochenende. Ich möchte mich aber auch recht herzlich bei der Mannschaft dafür bedanken, dass sie mich dafür mit guten Bällen gefüttert haben. Jetzt, wo geht's hin weiterhin? Nächste Woche geht's Wüstenrot. Ja, gutes Spiel jetzt. Das Auftaktspiel ist jetzt vorbei. Das haken jetzt ab. Wüstenrot ist als nächstes dran. Darauf werden wir uns die Woche fokussieren und den Heimsieg dann holen. Alles klar. Bedanke mich bei euch beiden und freue mich auf die nächste Woche. Dankeschön. Dankeschön.